Peter, das ist natürlich nicht Romeo und Julia, sondern der Feuervogel von Igor Strawinski. Dreifacher Lutz. Und geworfener Doppelritzberger. Gegeneinander, das sehen Sie jetzt beim Doppel-Tulop. Doppelritt. Bis jetzt lief alles glatt. Doppelachsel hoch hinausgeworfen und ist sicher gestanden. Dieser Auftakt beflügelt die beiden natürlich, ermutigt sie. Darf die Halle tobt bei dieser Ausführung der Todesspirale. Handstandhebung mit getwistetem Abgang. Vagepirouette brach Bill Watson ihrem Partner im letzten Jahr das Nasenbein, als sie ihm mit dem Schlittschuh im Gesicht traf. Der Seite geworfen. Dreifach mit der Hand abgefangen. Schön ist übrigens 1,52 Meter, Peter ist 1,83 groß. Damit der Größenunterschied noch enormer als bei Gordeva Grinko, 3 cm genau. Keine Probleme mit so einem kleinen Püppchen bei den Hebefiguren. Doppelseite mit Doppelflip. Und noch eine Ritzbergerhebung am Schluss dieses Kürprogramms. Brillanter Lauf von Jill Watson und Peter Oppergaard. Das müsste für eine Medaille reichen. Die beiden sind überglücklich, dass alles so gut gelungen ist. Und es war zu erwarten, die Zuschauer.